du. Ja, das. Ah, ja, genau. Auch Problem ist, ich bin irgendwo links von der großen Stadt in so einer kleinen, in so einem kleinen Dorf quasi. Läufst über die Spitze vorne, ne? Wo der See ist. Also zwischen zwei, dann hältst du dich nur noch nach Richtung Westen. Ja, dann war mein Kind, das sieht's ja nicht. Weil der blöde Zombie, der da steht, der sieht mich ja auch nicht. Ja, ich komm. Hey, ich wollte gerade sagen, wenn da doch ein Zombie steht, lass dich erschlagen. Kannst du ja schießen? Ja, aber der sieht mich nicht. Kannst du nicht schießen? Ja, ich kann gar nichts machen. Weder springen, noch schießen, noch ducken. Ja, ruf ihn doch. Zombie, komm. Hallo. Höchst. Richter. Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge von Night of the Dudes. Alter, wir machen das so eine Brücke. Aber ich weiß gar nicht, ob du mich überhaupt retten kannst da an der Stelle. Ja, ich kann ja mal versuchen, dich zu schubsen. Oder du ziehst einfach den Zombie dahin. Ja, genau. Und er schlägt dann den Dirk. Genau. Er schlägt den Dirk. Ja, er schlägt den Dirk, genau. Nee, nicht er schlagen, der muss halt den nur schlagen. Er sieht lockt. Wir schaffen jetzt aus mit den. Ich müsste ja normalerweise deine Schrift sehen, also von daher, ich werde dich schon irgendwie finden. Ja, ich sagte, du musst über die Spritze von dem See laufen. Und dann hältst du dich dann nur noch Richtung Westen. Also wir haben jetzt 1000 mehr Schuss, als du wolltest. ist nicht schlimm, dann dann hält es für ein paar Nächte. Schuss jetzt in der Minigun. Ja, das passt schon. Ich habe 100 Schießpulver verbraucht dafür. Na gut, dass du nicht alle verbraucht hast. Nein, hallo. 100 sind noch drin. Jetzt muss ich einmal fragen, dass... Ich hoffe, obwohl, nein, ich habe ein bisschen mehr als 100, glaube ich, verbraucht. Egal, ich habe 100 sind auf jeden Fall noch drin. Ich hoffe, das war nicht schlimm. Nee, das wird sich schon verbrauchen. Irgendwann. Ja, der wird schon brauchen, ja. Das könnte ich Wisst ihr, sogar deine Bekannte, die findet alle ja lustig. Ja, ihr hetzen gleich, ja. Von wem redest du? Ja, von der Stimme da im Hintergrund. Das ist meine Frau. Okay, deine Frau. Weil dann muss halt erstmal nicht die Durchsage. Nee, nee, die tut gerade telefonieren. Aber wenn sie nur telefoniert. Ach, ich dachte, die lacht über Lea. Nee, die tut gerade telefonieren. Ja, hätte ich aber auch nicht schlimm hier vor. Nein, die hört dir gar nicht, weil ich Kopfhörer habe. Ja, Wahnsinn. Oh, Papa hat die Kopfhörer zum Beispiel so laut, das hört man jedes Wort. Echt? Nein, nicht. Wenn man daneben sitzt oder Back. Kurz daneben steht. Ah, er scheint mich jetzt gesehen zu haben. Aber er trifft mich nicht. Er haut auch die ganze Zeit auf den Tisch an. Dirk, dann back doch mal was. Mit dem Backen. Ja, was soll ich denn backen? Einen Kuchen. Oder ein Keks. Jo, Keks, genau. Als Ersatz. Nein. So, zwei Kekse. Der ist zu doof, um mich zu treffen. Der haut die ganze Zeit auf den Tisch ein. Anstatt der da rüberspringt oder an dem Tisch vorbeiläuft. Nein, der bleibt da hängen. Doofi. Und du hast doch Fernwaffe mit. Ich kann ja noch nicht meine Waffe wechseln. Ja, dann warum machst du nicht Selbstmord? Ich laufe, in der Luft. Warum machst du nicht Selbstmord? Wie mache ich das? Ja, im Menü gibt es einen Punkt. Selbstmord. Stimmt, das geht. Die haben das extra so gemacht für solche Sachen. Warum sagt er mir das jetzt erst? Weil ich es überall steht. Habe. Das steht die ganze Zeit schon. Ich finde das schon geil, wie der hier die ganze Zeit in der Luft läuft. Okay. Ich laufe die ganze Zeit in die falsche Richtung. Okay, sehr gut. Du musst aber Richtung Westen laufen. Super, jetzt kommt man da nicht mehr aufwerfen. Ich dachte, ich würde irgendwann mal an die Ende der Karte, aber du läufst anscheinend einfach durch, ne? Wie durch? Ja, ich bin irgendwie aus der Karte rausgelaufen. Das geht? Ah, jetzt bin ich wieder in der Karte. Okay. Sehr strange.
Also ich glaube, besser ist, wenn ich einen Selbstmord mache, lauf bis da und geh mir das Zeug holen, wa? Ne, du verlierst ja deine Sachen. Weil wir haben hier jetzt schon 19, ne? Ja, ja, ich verstehe. Ja, ja, mach das. Ich begleite so, dich. Unterpunkt Selbstmord, wo ist das? In dem Menü, fragen wir nicht wo. Oh. Links unten muss ich überstehen. Wenn du Tab drückst, dann kannst du da Selbstmord. Bist unter deine Figur. Ja. Genau. Ach, da unten, das rote. Ja, ich hab's mal gemacht. Oh, ich bin gestorben. Mann, ich tut mir so leid. Oh. Oh, was für ein Verlust für die Menschheit. Und warum starte ich jetzt an einem anderen Punkt? Was? Startest du nicht das, in der Base? Habt ihr das Bett weggemacht? Nicht. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat ich mehr das Bett weggemacht. Also ich bin ja immer hinter der Wand gestartet, ne? Ja, genau. Jeder von uns. Alea hatte das aber letztes Mal auch. Ja, das stimmt. Da bin ich auch reingekommen und komplett woanders gestartet. Super. Ah, nein. Das sind keine Bugs, das sind Features. Genau, das sind ist einfach, damit man den Überraschungsmoment halb aufrechterhält, weißt du? Ein Käfer. Feature. Ich frisst einen Bäckkäfer. Ist da ein Käfer? Wie man sieht, ich komme mich doch noch nicht auf der Karte orientieren ohne Karte. Komplett in die falsche Richtung gelaufen, hey. Ich glaube, in die richtige. Oh, bin tief gefallen, aber überlebt. Ja. Super, wir haben gar kein Benzin mehr, gell? Also, ja, ich hab zwar noch Benzin, aber das liegt irgendwo rum. Benzin! Es wird eng. Ja, wir haben doch auch Pumpen gebaut. Was ist denn damit? Ah, das sollte man schauen. Da ist Hildegard. Jetzt ist die Frage, ob die noch laufen. Ja, weiß ich nicht. Also eigentlich hat sich ja in letzter Zeit immer Alea drum gekümmert. Yes. Wo laufen die hin? Bei den Blumen? Um die Pumpen und die Maschinen. Achso, ja, die Maschinen habe ich gerade leer gemacht. Pumpen auch? Ja. Na, die waren... Das heißt nicht nah, das heißt nein. Die waren nur nicht nachgeladen. Ja. Hildegard. Hildegard! Da braucht man Wartungskits, gell? Ich glaube, jetzt fängt es an zu nerven. Karina ist oben. Oder? Ist sie oben? Keine Ahnung, wo Karina ist. Oh, da muss ich um so ein komisches Gebäude laufen. Also hast du die ganzen Maschinen alle leer gemacht, Ali, oder? Hallo? Ah, das scheint die Schule zu sein. Hallo? Nein, es ist das Anwesen, das eine. Das wird eng, das werden wir nicht schaffen. Was wirst du nicht schaffen? Wir werden es nicht schaffen, das wird eng. Ah, doch, das schafft ihr schon. Nee, wir haben keinen Sprit. Und du hängst dafür in der Gegend rum. Nein, ich komme ja, ich bin ja gleich bei euch. Ich komme bei euch. Ich glaube, ich habe so 100 fast. Das ist nicht viel, aber... 100 rote oder 100 grüne? Grüne. Ja, das nutzt gar nichts. Besser als nichts, ne? Nee. Damit können wir gar nichts machen. Hey, ein Hirsch. Mickey Maus, Wunderhaus. Komm ins Haus. Zack, geköpft. Mickey Maus? Achso, wo sind jetzt die? Ich dachte schon die Mickey Maus. Alle haben immer Mickey Maus gemacht. Ich fand aber Minnie Maus besser. Ja, verstehe ich auch nicht, wie man Mickey Maus mögen kann. Minnie Maus fand ich besser. Ja, ich auch. Lustiger. Ich gebitze mir jetzt ins Richtige. Benzin nutzt nix. Hildegard! Oh. Ich hab Hildegard gekriegt. Irgendwie laufe ich die ganze Zeit in die falsche Richtung, kann das sein? Mama hat mich so blöd angeguckt. Oh, ich muss mal zurücklaufen. Wieso, was hat Max jetzt schon wieder gemacht? Hat Hildegard gefunden. Nein, weil Hildegard ja eigentlich so ein typischer Name ist, den du immer nennst.
Achso, nee, heute nicht. Heute bin ich kurz. So, vier Maschinen laufen jetzt wieder, jetzt haben wir wieder vier mehr Öl, das ist alles. Ey, der klopft immer noch auf mich ein, aber ich bin ja gar nicht mehr da. Was brauche ich denn so Wartungskits? Das ist aber dann auch mutig, wenn er auf die einklopft und du bist gar nicht mehr da. Naja, beide Beine weg. Oh, Hildegard, du hast mich geschlagen. Oh ja. Alles nehmen. Alles nehmen. Blätter, Blätter, Blätter. Du hast jetzt sicher Blätter gefarmt, oder? Alea. Ja. Ich habe auch Blätter gefarmt gleichzeitig. Du hast eine immer in die Dinge. Eine. Farmer. Oh, was kann er trinken? Er ist ein Farmer. Er bringt Blätter ganz viele mit. Damit wir Bum Bum machen können. Jetzt muss ich gerade gucken, aber am besten mache ich mich jetzt wieder auf dem Rückweg, ne? Yep. Ja, Stunde 20. Warum? Weil es erledigt wird. War schon noch Zeit. Sicher. Ich schneit bald. Hast du aber nicht viel laufen können. Ja, dann kann ich Schilde gehabt. Ja, nachts ist schon ganz schön kalt, ne? Aber nur draußen. Ja, nachts ist es kälter als drin, ne? Ja. Auf jeden Fall. Schauen wir mal. Wenn man ein paar gemacht, jetzt können wir noch ein paar Maschinen aufrüsten. Brauchen wir Schießpulver. Ja, wir brauchen alles. Wir haben zu wenig. Wir haben alles zu wenig. Alles. Ah, ich tue ja währenddessen zugleich looten vor schneller. Wenn ich neue Dinger kriege, dann habe ich schneller die Autos lootet und so. Habe ich noch nicht drauf geskillt. Ja, ich habe übrigens Bluten, verschnelltes Bluten habe ich geskillt. Ja, schmelzendes Blut. Gut. Das geht. Damit man schneller verblutet. Macht Sinn, gell? Ich auch. So aus. Was war das? Stirbt da jemand? Nee, war Hildegard. Ach so. Ich bin gar keine Hildegard. Er ist halt so doof. Boah, so würde ich es nicht sagen. Wir sind anders. Ja, so würde ich es sagen. Ich bin anders. Alea, wo ist die Blätter hinter? An den Bäumen. Nee. Ich? Alea, hast du die Blätter nicht an den Bäumen? Versteckt. Gut, so, Dirk, wo bist du? Ja, ich hab meine Sachen geholt, ich bin immer noch da in der Ecke. Jawohl, ja. Da. Ja, ich weiß auch nicht, warum der immer so pessimistisch ist. Der Olli fragt, warum bist du so pessimistisch? Wer? Ja. Ich? Nee, du. Nee, ich? Max, ja. Ja, ich? Nee, Max. Ja, du? Ah, ein Zombie! Weil das ganze Spiel schon kennen und wenn wir wieder abkacken, alles wieder kaputt ist. Ja, das ist letzte Nacht auch nicht passiert. Ja, da sind auch keine Riesenzombies gekommen. Doch, in der letzten Nacht sind Riesenzombies gekommen, diese Nacht nicht. Diese Nacht kommen es. 23? Ne, 24. Ah ne, ist ja 24, stimmt, cool. Cool, sagt er. Hurra! Hurra! Die bösen Zombies kommen. Ja, letztes Mal waren die relativ schnell platt. Wirklich? Okay. Ja. Alle Maschinen dürfen. Jetzt kann man auch ein bisschen was rauskommt. Lohnt sich wenigstens was zu essen da. Alia, gehst du mal raus? Und tust du eventuell Fleisch holen? Ich geb da Samen mit. Dirk, wo bist du? Ich such dich. Pass auf, wo sind die Samen? Ich werd gerade wieder angegriffen. Schön. Achso, na, warte. Dann kann ich nicht in der Karte gucken, aber ich bin jetzt schon auf dem Weg Richtung Home. Und zwar bin ich jetzt wieder Richtung Spitze. Wer ist denn da liegen irgendwo? Wo kommt der denn schon wieder her?
Und wenn das hier so weitergeht, dann ist gar kein Zombie, ne? Dann hab ich hier schon alle. Jetzt das gibt's doch nicht! Bitte Kisten rein dann. Warum sterbe ich denn jetzt? Wieso ist das hier? Ich weiß auch nicht. Irgendwie Zombie? War auf dem Zombie mit einem Schwert einen Hacke näher und er wollte nicht sterben. Ja, die halten gerade im Moment echt viel aus. Das ja. Kann ich dir sagen. Vielleicht, ja, Freunde, sieht man es auch schon, weil wenn die so durchmarschieren, durch die Spikes und durch die Maschinen, das wird heftig werden, das soll ich sagen. Also wir sind jetzt bei 8, möchte ich jetzt mal bekannt geben. 8? Achso, ja, du bist ja angeschlagen. Wer hat die ganzen Spikes hier gebaut? Ich? Max, dann kommst du doch wieder nicht rein. Schon? Durch die Spikes laufen sie durch und kriegen sie mal ein bisschen an Schaden. Nee, da tun sie eben nicht. Deswegen haben wir ja alles da vorne abgerissen. Ich das wieder weg. Wo bist du denn jetzt gestorben, oder? Lass es. Ja, an der Spitze. Lass es stehen und wir gucken, was passiert. Aber wir haben doch genau deswegen den Eingang freier gemacht, weil sie ja nicht mehr in den Freigang liefen. Das kann nicht der Grund sein. Dann komme ich jetzt Richtung Spitze, ja. Aber ich das weg, wenn's willst. Wenn ich es irgendwann schaffe. Ja, lass es stehen, dann musst du sie halt während der Nacht abreißen, wenn es so ist. Du mir selber, was ich länger draußen ist drinnen. Wir hocken uns um. Weißt du, was ich meine? Olli schreibt auch, das wird nix. Olli, was sind wir da? Sind wir es weg tun? Aber dann sind sie in der Base, gell? Ja, die sollen ja auch in die Base. Das glaube ich nicht, weil die kommen ja durch. Die marschieren ganz zum Schluss durch. Wir haben keine zusätzlichen Fallen. Olli schreibt ja. Oh, das wird spannend. Ja, das wird spannend. Dafür machen wir es doch, dass es spannend ist. Wir machen es doch nicht, damit es langweilig ist. Oh, wir wollen den Kampf. Er schreibt, du solltest lieber mehr Fallen bauen. Jetzt gehen wir bei nichts mehr bauen. Wir wollen den Kampf. Mach rein, du weg, okay? Ich glaube, das ist ein Kompromiss. Wir kennen uns schon durch. Weißt du, was ein Kompromiss okay. ist? Okay. Oh, komm, schon wieder ein Zombie. Ah, jetzt habe ich ein Ding abgebaut. Scheiße. Ein Rotator. Oh, da hast du die ganze Stromleitung abgerissen. Nicht, oder? Doch, klar. Siehst du, ich habe ja gesagt, das lassen wir stehen. Ja, hast du dich? Du hast gefragt, ob du stehen lassen willst oder sollen oder nicht. Hast ich gesagt, nee, wir reißen es auf keinen Fall ab. So, jetzt haben wir wieder hingebaut. Allerdings, wo hängt der dran? Nicht ein Strom, das weiß ich nicht. Ja, die hängen eigentlich alle hintereinander. Ach so, okay. Also die haben zwei Leitungsstränge. Ja, das passt einfach. Das weiß ich, das heißt, du musst dann grün... auf blau. Ronny, bist du auf dem Weg zu deinem? Ja, ich bin auf dem Weg zu meiner Leiche. Jetzt gleich auch an der Spitze, ne? Passt dann alles. Passt ja gut. Was kann er nicht, Ronny? Hm? Ich sag, passt schon wieder alles. Ja. Auch strommäßig. Ja, meine. Also Dirk hat schon mal verloren. Natürlich habe ich verloren. Die Wette mit 5. 8. Ach, da habe ich ja doch noch eine reelle Chance. Du hast 20 gesagt, Alea. Ja, eben habe ich doch noch eine reelle Chance. Also es gewinnt der am nächsten Rand ist, ne? Was? Was gibt's als Preis? Ich weiß nicht. Schlochende Fress? Stück Schokolade. Stell mir auf, dass du aufkommst zu mir überhaupt. Was für ein Schlauch? Ja gut, das könnte das Komplizierte daran sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Schwert bringt nicht mehr so richtig, weil ich bin schon wieder fast tot. Wo bist du denn gerade? Ein bisschen weiter hinter der Spitze. Sind denn Zombies da oder was? Hier ist ein Wolf. Der mag mich. Ich habe fast keine Lebensenergie mehr. Ja, ich bin unterwegs. Dann renn heim. Ja, ich seh dich. Komm auf mich zu, wenn du kannst.
Ja, ich komme auf dich zu. Ein Schlag jetzt, dann habe ich dich, Ronny. Komm auf dich zu, mein Schatz. Ich glaube, ich bin losgeworden. Ich glaube, ich bin losgeworden. Wo sind denn deine Klamotten? Ja, Wolf, hier drüben. Du hast gegen einen Wolf gekämpft, oder was? Ja, gegen zwei jetzt inzwischen. Boah, und du hast nicht geschlagen können? Nee, ich habe vier Schläge gebraucht. Hey, der hat mich als Wolf gesehen. Ich war der Wolf. Du bist so stark. Der graue Wolf bin ich mittlerweile. Ja, uns fetter. Nix. Der war so ein bisschen mehr. Farming geht, gell? Der nicht in den Bäumen rumhängt. Ich glaube, du musst das Zeug jetzt gleich holen und dann müssen wir direkt wieder zurücklaufen. Ja, so sieht's aus. So, was denn mal mit dem Schwarzpulver? Ich hab's jetzt fast. Ah, hier steht der Zombie nur leider noch. Okay. Ja, tot, ist weg. Zombie. Der einen Schlag, weg ist er. Der hatte so eine Angst, dass er direkt weg ist. Ja, ich hatte auch den Eindruck. Der hat direkt gesagt so, wisst ihr was? So, ich geh. Ich hab noch schnell das Auto gelootet hier. Dann war ein bisschen mehr so Munition, oder? Mörsermunition müsste eigentlich genug drin sein. Müssen wir mal gucken. Mörsermunition. Was? Mösenmunition? Nein, pass auf, hier hast du die NRL. Auch weiter, ich krieg ihn schon. NRL braucht man genau. Achso, die kann ich wieder nicht bauen, oder? Kann ich die bauen? NRL. Könnte ich bauen, wenn ich Benzin hätte. Wann kommst denn du, Dirk? Was? Wann kommst du? Ja, ich bin gerade Ronny am Retten hier. Ja, ich habe jetzt auch was gegessen, also. Echt? Ich brauche Benzin. Benzin! Achso, ich konnte schauen, vielleicht ist die Maschine. Vielleicht sind die Maschinen im Hintergrund. Vielleicht sind die Maschinen schon was drin. Alea, hast du geschaut wegen die Maschinen? Nee, oder? Alea? Was? Hast du geschaut wegen die Maschinen? Ich war gerade draußen mal entfallen. Okay. Papa? Ja? Kannst du auch einen Strich drauf machen? Okay, ganz wir sind bei 9. Papa, darfst du auf den Strich gehen? Das sind Benzin kriege ich aus, okay? Ja, mein Kind, dafür kriege ich dann 10%. Okay, Ich hab's schon mehr eingeholt. Ich habe auch noch gar nichts gelevelt an meinen Attributen, ne? Ja, das ist jetzt der Weg. Ah, du hast wieder eine Schwertspitzhacke. Immer noch richtig? Ja, du brauchst doch oben auf den Diamanten zu gucken. Das ist eine Schwertspitzhacke. Also wo ist er? Eine Alter. Schwertspitzhacke, das ist ein Schwert, das aussieht wie eine Spitzhacke. Achso, du meinst ein Bug, oder? Mhm. Ah. Den meine ich. Jetzt war ich eine neue Waffe. Aber diesmal hat er nur ein Schwert und eine Spitzhacke gehabt. Okay. Neue Waffe. Okay. Ja, eben, habe ich gehabt. Doch, ich habe wieder genug Benzin. Oh nein, die Zombies kommen. Doch, was? Hab ich eine Angst. Ich hab keine Zeit für dich. Doch, ich bring sie dir mit, Max. Ich bin ja hinterm Zaun. Da ist sogar Hildegard bei. Hildegard! Ah, die kenne ich noch gar nicht. Wie viel bauen wir denn? 24. Ich baue 24 MRLs. Papa, kann es sein, dass wir dich damit nerven? Ja. Nicht wenig. Kann ja gar nicht sein. Ich habe auch das Gefühl, dass das Zuschauer nerven würde. Echt? Hat da schon einer was gesagt? Nein, hat noch keiner was gesagt. Siehst du, also nervt's nicht. Er ist noch gar nicht im Strom. Haha. Wenn wir das jetzt jedes Mal sagen würden, Hildegard, grün, dann wird's immer nervt. Oh, das ist ja nur sporadisch mal. Na, es war eben schon sehr, die sehr massiv. So, diese Rocket Launcher, diese. Also, Olli nervt es anscheinend nicht. Hildegard. Da gibt's einen, eigentlich war der angeschlossen. Da gibt es einen, Na, ich muss die hängen auf die MRLs.
Ah, auf, nee, auf die anderen. Come on, you. Komm. Da gibt es eine Verlängerung eigentlich auf der Brücke. Ja, jetzt haben wir ihn anders angeschossen, jetzt haben wir auf die Kanonen angeschossen. Hast du schon gehört, dass die Welle begonnen hat? Was denn? Oh Gott, und ihr seid nur zu zweit in der Base. Um Gottes Willen, nein, habt ihr mit Sicherheit keine Chance. Ihr seid so draußen. Genau, das Haus looten, ja? Ja, gehen wir das Haus looten. Viel Spaß! Danke. Good luck. Oh. Hast du gesagt, du gehst das Haus looten? Ja klar. Haben wir noch Zeit. Ja, wenn die Zombies ja bei euch sind, sind sie ja nicht hier. Ja, eben. Hast du Ahnung. Das ist so eine Logik, oder? Wenn der nichts sagt, was ist das? Außerdem dürfen eigentlich nicht so viele Zombies kommen, so viel wie mich eben angegriffen haben. Was tut denn du? Ach, guck mal. Metall. Oh, cool. Tja, aber ich ende noch mal, bevor die Nacht hier so richtig losgeht, die Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und dann geht's mit Champagner.